der Nationalpark Bayerischer Wald. Grenzenlose Wildnis. Lebensraum für den Luchs. Schon vor Jahrzehnten ist die größte Katze Europas auch in den Nationalpark Bayerischer Wald eingewandert. Von Böhmen aus. Im Osten Bayerns werden jetzt wieder häufiger Luchse beobachtet, auch wenn wir sie als Spaziergänger nur selten sehen können. Herrliche, faszinierende Wälder. Wald, soweit das Auge reicht. Eine Waldwildnis, wie wir sie lange nicht mehr gekannt haben. Denn hier wächst nicht nur der junge Wald nach. Hier beobachten wir auch das Absterben der Bäume, zum Beispiel durch den Borkenkäfer. Und damit den natürlichen Kreislauf von Vergehen und Entstehen. Hier nicht einzugreifen, Natur Natur sein lassen, ist Zielsetzung des Nationalparks. Ein Wunder der Natur, das tote Holz wird zersetzt durch Mikroorganismen und Pilze. Und überall sprießt neues Leben. Der Lohn für die konsequente Haltung im Nationalpark, ein neuer Wald wird geboren, ein natürlicher Mischwald, ohne jeden menschlichen Eingriff. Vor allem Buchen, Tannen und Bergahorn drängen nach. Üppig blühen an solchen Waldrändern Leberblümchen und Buschwindröschen. Eine Rarität. Über 50 Meter hohe Weißtannen. Im Haus zur Wildnis ist der Besucher willkommen. Erst eine Brotzeit und dann zu aktuellen Themen, Informationen und Ausstellungen. Doch wieder hinaus in die Wildnis. Fast am Wegrand überrascht uns der Seidelbast. Faszinieren uns die herrlichen Blüten des Türkenbundes. Scheue Rothirsche können wir hier entdecken. Und Wildschweine. Im Freigehege haben sie sich an viele Besucher gewöhnt. Der mächtige Auerhahn, der im Bayerischen Wald sehr selten geworden ist, er ist auf Heidelbeersträucher als Futterpflanzen angewiesen. Der winzige Zaunkönig. Ein junger Waldkauz, noch im Daunenkleid der Kindertage. Haubenmeise und Neuntöter. Ein Glücksfall, wenn wir einen Baummarder sehen. Selbst Wölfe werden vom Osten her über die grüne Grenze kommen. Der Nationalpark ist für sie wie geschaffen. In den Gehegezonen können wir Tiere in Ruhe beobachten. Auch die, die früher hier schon einmal heimisch waren. Wildtiere in Großgehegen, in ihrem natürlichen Umfeld. Jederzeit haben die Tiere die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Die einheimische Wildkatze. Eindrücke, die wir von Wildtieren mitnehmen, schwanken zwischen niedlich und wild. Hier können wir Verhaltensweisen beobachten und so mehr erfahren über den Lebensraum der Wildtiere, ihre natürliche Umgebung.
fast schon kurios. Ein starker Bär auf der Weide. Die heimischen Braunbären leben zu 80% von pflanzlicher Kost. Nicht uninteressant, wenn wir an die Debatten über das Wesen dieser Tiere denken. Erstaunliches Erleben und Tage inmitten uriger Natur genießen. Das grüne Herz Europas, in Mitteleuropa das größte zusammenhängende Waldgebiet, der Nationalpark Bayerischer Wald und der angrenzende tschechische Nationalpark Šumava. Eine Oase der Wildnis, auch für den Menschen.